Hallo und herzlich willkommen in unserem grünen Stuttgarter Studio. Wir sind Florian Pitschel und Amelie Montigel. Wir sind die Kreisvorsitzenden der Stuttgarter Grünen und heißen Sie und euch herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung 4 für Innovation, Perspektiven für den Wandel. Und unsere vier Kandidatinnen zur Landtagswahl am 14. März, das sind Winfried Herrmann, Petra Olschowski, Muhterem Aras und Oliver Hildenbrand. Und unsere vier für Stuttgart, die haben heute vier spannende Gäste eingeladen, um über das Thema Innovation zu sprechen. Und in der nächsten Stunde werden uns zwei dieser Gäste digital zugeschaltet sein und zwei dürfen wir hier vor Ort begrüßen. Und wir möchten direkt mit unserem ersten Kandidaten starten, unser Verkehrsminister Winfried Herrmann. Er kandidiert in unserem Wahlkreis 2 in Stuttgart, unserem Filderwahlkreis, und hat Christian Hochfeld von der Agora Verkehrswende zu Gast. Wir freuen uns auf die neuen Perspektiven zum Thema Innovation. Wir wünschen euch viel Spaß. Das Ziel der Verkehrswende ist eine neue, nachhaltige Mobilität. Sie vernetzt alle Verkehrsträger miteinander, sie ist ressourcenschonend, umweltschonend, klimafreundlich, sozialverträglich und bezahlbar. Kurzum, sie verbindet Mobilität mit Klimaschutz. Ja, schönen guten Tag nach Berlin, lieber Christian Hochfeld. Schön, dass Sie zu uns sprechen können, dass wir die Verbindung haben. Christian Hochfeld, Sie sind Direktor der Agora Verkehrswende, also gewissermaßen professioneller Verkehrswender. Das machen Sie nicht erst seit ein paar Jahren, sondern, wie ich weiß, schon seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten. Sie waren im Ausland, unter anderem auch in China, haben einen guten Überblick über das, was global in Deutschland läuft. Sie sind auch in verschiedenen Kommissionen, auch der Bundesregierung, sehr aktiv. Sie haben mal, das fand ich ganz interessant, die Verkehrswende definiert als Mobilitätswende auf der einen Seite und Antriebswende auf der anderen Seite. So, meine Frage ist, wo stehen wir eigentlich hier in Deutschland, in Baden-Württemberg auch im globalen Vergleich in Sachen Verkehrswende? Sind wir da weiter vorne oder weiter hinten? Und ja, wie sehen Sie die Situation hier? Also ich glaube, es wird spannend in der Verkehrswende und es waren viele meiner beruflichen Jahre längst nicht so spannend wie jetzt. Trotzdem müssen wir sagen, dass wir sowohl bei der Antriebswende als auch bei der Mobilitätswende, glaube ich, noch wirklich am Anfang stehen. Und das lässt sich ganz gut darstellen, jetzt mal auf deutscher Ebene gesagt, indem wir sagen, in den letzten 30 Jahren hatten wir in Deutschland null Emissionsminderung. Also wir haben die gleichen hohen Emissionen noch wie 1990 in etwa. Und in den nächsten 30 Jahren müssen wir auf null Emissionen kommen. Und das zeigt, dass wir hier jetzt wirklich auf beiden Ebenen zu tun haben. Sowohl bei der Antriebswende müssen wir vorwärts kommen, als auch bei der Mobilitätswende. Bisher war das sehr stark getrieben durch die sozusagen subnationalen Einheiten. Und da ist sicherlich eine der Initiativen auch ein Vorreiter, nämlich die Under-2-Coalition, die Baden-Württemberg zusammen mit Kalifornien ins Leben gerufen hat. Ebenfalls auch die Zero Emission Vehicle Alliance, also die Allianz zur Transformation im Automobilsektor, der sie angehören. Jetzt aber bekennen sich mehr und mehr Länder zur Klimaneutralität und das wird auch die Dekade der Verkehrswende einläuten. Nun gibt es ja neuerdings häufig eine Diskussion darüber, dass man zu sehr auf den batterieelektrischen Weg setzt, dass die eigentliche Zukunft im Wasserstoff oder in den synthetischen Kraftstoffen liegt. Und dass wir eigentlich noch nicht richtig verstanden haben, was eigentlich zu tun ist. Das ist sozusagen die eine Frage. Die andere Frage, die ich mir auch als Minister immer wieder stelle, das ist, wir haben unglaublich viel gemacht, ganz viel angestoßen, ob das die Ladeinfrastruktur ist, die Kommunen unterstützt, individuelle Beratung gemacht. Wir haben auch übrigens auch den ÖPNV und Radverkehr ausgebaut. Und das Bittere ist, dass wir im CO2-Bereich keine Erfolge haben. Also wie kriegen wir da Erfolge? Und dann nochmal die Frage, wie schätzen Sie die Chancen der verschiedenen Technologien ein? Die Chancen der verschiedenen Technologien, glaube ich, muss man für die Verkehrsträger Pkw, Lkw, Schiff und Flugzeug getrennt betrachten. Ich glaube, bei Schiff und Flugzeug gibt es kaum unterschiedliche Meinungen. Da brauchen wir synthetische Kraftstoffe, also Kraftstoffe, die aus Wind, aus Strom, aus Wind und Sonne gewonnen werden. Beim Lkw ist das Rennen offen, da sehen wir mehrere Technologien noch. Aber beim Pkw sehen wir, dass die batterieelektrische Mobilität sicherlich diejenige sein wird, die wir in den nächsten 10 Jahren zum Erfolg führen müssen.
Die Hersteller haben bis Mitte des Jahrzehnts etwa 350 Modelle, neue Modelle auf dem europäischen Markt angekündigt. Das heißt, es wurde bereits investiert und jetzt geht es darum, diese Investitionen auch zum Erfolg zu führen und die Elektrofahrzeuge auch auf die Straße zu bringen. Hier ist das Rennen in meinen Augen international für die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall eigentlich schon gelaufen. Jetzt haben wir über die Antriebswende gesprochen. Da hat sich ja einiges in den allerletzten Jahren getan, aber es hat lange gedauert in Deutschland und auch in Baden-Württemberg. Mir macht Sorge, dass wir im Bereich der Mobilitätswende aus dem Fokus geraten. Denn es wird immer noch über die Autos gesprochen, aber wir brauchen auch eine andere Mischung. Denn gleich viele Elektroautos machen die Städte nicht schöner. Ja? Und die brauchen Fläche, die brauchen immense Mengen von Energie. Wir brauchen auch einen anderen Mobilitätsmix, anderes Verkehrsverhalten. Also ohne die Mobilitätswende wird uns die Gesamtverkehrswende, also die Dekarbonisierung, der Klimaschutz und die Klimaneutralität im Mobilitätssektor nicht genügen und nicht gelingen. Warum? Wir müssen über die Mobilitätswende den Energieverbrauch halbieren, um dann in der Lage zu sein, mit den wirklich knappen erneuerbaren Energien den Rest des Energiebedarfs im Verkehrssektor zu decken. Deshalb müssen wir da weiterkommen. Baden-Württemberg hat da ganz klare Ziele gesetzt. Und ich glaube, das ist richtig, diese klaren Ziele zu setzen. Warum kommen wir nicht vorwärts? Das sind 3 Dinge. Erstens, wir haben viel zu wenig in den letzten Dekaden in die Infrastruktur investiert. Baden-Württemberg hat da jetzt in den letzten Jahren durchaus eine Kehrtwende vorgenommen bei den Investitionen in die öffentlichen Verkehrsmittel und in die Infrastruktur dafür. Zweitens, wir sind sehr schlecht da drin, klimaschädliches Verkehrsverhalten richtig zu bepreisen, fair zu bepreisen, das heißt entsprechend der gesellschaftlichen Kosten zu bepreisen und klimafreundliche Mobilität niedriger zu bepreisen. Das haben wir im Moment noch nicht hinbekommen, deshalb agieren wir komplett gegen den Markt und sehen auch noch nicht den Erfolg der Mobilitätswende. Das Dritte, wir investieren hunderte von Milliarden in Technologien, in Infrastrukturen, aber wir investieren kaum einen Euro darin, dass wir die Menschen auch mitnehmen bei dieser Transformation, dass wir ihnen, ähnlich wie wir es im Energiebereich gemacht haben, mit einer Energieberatung auch eine Mobilitätsberatung zukommen lassen, um ihnen die Alternativen zum privaten Pkw, die neuen Mobilitätsformen, die neuen Antriebsformen auch näher zu bringen und diesen Umstieg zu erleichtern. Wenn uns das nicht gelingt und wenn wir da nicht auch einen Fokus drauf beginnen, werden leider diese Ziele Ziele bleiben und wir werden sie aber nicht erreichen. Es ist also noch eine deutliche Umsteuerung bei der nächsten Bundestagswahl notwendig, aber auch noch die Anstrengungen auf Landesebene sind zu verstärken. Ich freue mich, dass Sie das so deutlich gesagt haben, denn wir haben im Verkehrsministerium genau dieses Defizit in den letzten Jahren immer wieder festgestellt und haben uns bemüht, dass wir zum Beispiel auch die Kommunen unterstützen bei der Entwicklung dieser neuen Mobilitätsideen und der anderen Verhaltensweisen. In der Tat, da wird auf Bundesebene zu wenig getan und auch wir werden auf Landesebene noch mehr tun müssen, damit die Menschen verstehen, es geht auch anders, dass sie auch sich von ihren alten betonierten Mustern verabschieden. Das ist ja nicht nur der Beton auf der Straße oder in der Infrastruktur, sondern manchmal auch in den Köpfen, dass man sich nicht ändert. Blicken wir jetzt in die Zukunft. Wohin gehen die Trends? Was müssen wir in den nächsten 10 Jahren schaffen? Sind unsere Ansprüche und unsere Konzepte angemessen bezogen auf das doch ziemlich herausfordernde Ziel, mindestens -40% im Bereich des Verkehrs, Reduktion an CO2 bis 2030? Nach der neuen Ansage von Europa muss man fragen, wahrscheinlich eher mehr. Haben wir da die Voraussetzungen geschaffen und was müssen wir noch tun, damit wir da hinkommen? Jetzt haben wir es jedenfalls, was CO2 anlangt, noch nicht wirklich geschafft. Wir haben es noch nicht geschaffen und wir haben es auch noch nicht geschaffen, auch sozusagen diese Transformation in der Automobilindustrie hinzubekommen. Wir werden nochmal die Ziele anschärfen müssen, etwas auch auf nationaler Ebene, wenn wir die Pariser Klimaschutzziele einhalten wollen. Und das heißt, dass wir in beiden Bereichen, im Bereich der Antriebswende und im Bereich der Mobilitätswende nochmal eine Schippe drauflegen müssen. Und das bedeutet, den Erfolg der Elektromobilität in den nächsten Jahren und in den nächsten 5 Jahren jetzt wirklich festhalten. Das heißt, die Ladeinfrastruktur schneller vorantreiben, noch mehr Modelle auf den Markt bringen und auch das Steuern- und Abgabensystem so anzupassen,
dass es attraktiv ist, Elektrofahrzeuge in den Markt zu bringen und auch Elektrofahrzeuge zu fahren. Und das Zweite ist bei der Mobilitätswende, da geht es nicht nur auf der einen Seite, diese Infrastrukturinvestitionen voranzutreiben, die werden noch eine Weile brauchen. Wir werden stärker auch auf das Verkehrsmittel Bus setzen müssen im öffentlichen Verkehr, weil das ist schneller zu implementieren als teilweise Schienenbauprojekte, wenn wir schnell etwas erreichen wollen. Und wir werden auch hier klimaschädliches Verhalten stärker bepreisen, entsprechend den sozusagen Auswirkungen, die das mit sich bringt. Die müssen auch sozusagen gezahlt werden. Und wir werden klimafreundliches entlasten. Dann sehen wir auch mehr, dass sich das Verhalten anpassen wird und wir mehr auch die Mobilitätswende voranbringen können. Ich glaube, das sind die beiden Dinge, die dort zu tun sind. Wir in Baden-Württemberg haben uns einiges vorgenommen. Wir wollen bis 2030 den öffentlichen Verkehr verdoppeln. Jedes dritte Auto auf der Straße soll klimaneutral fahren. Jede dritte Tonne klimaneutral transportiert werden. Doppelt so viel Strecken zu Fuß und mit dem Rad. Und wir wollen natürlich insgesamt die Zahl der Autos in den Städten deutlich reduzieren. Sind die Ziele ambitioniert genug und kann man das schaffen bis 2030 aus Ihrer Sicht? Also die Ziele sind ambitioniert genug aus meiner Sicht. Sie sind sehr ambitioniert in Baden-Württemberg. Ich würde prognostizieren, dass wir die Ziele in der Antriebswende erreichen können. Insbesondere wenn wir wie Baden-Württemberg auch die Transformation in der Industrie fest im Auge behalten, um auch die Arbeitsplätze zu sichern und auch neue Wertschöpfung über Software und neue Dinge wie die Batterie ins Land zu holen. Ich bin ein bisschen skeptisch beim Thema der Mobilitätswende. Da sind die Ziele sehr ambitioniert. Und da kommt es sehr darauf an, ob wir jetzt wirklich in der Lage sind, die Bepreisungssysteme zu verändern, also Steuern anders zu orientieren und ob wir die Menschen mitnehmen werden in den nächsten Jahren. Da wird die nächste Legislaturperiode entscheidend sein, ob wir die Ziele 2030 erreichen. Dementsprechend werden wir das nur mit einer ambitionierten Klima- und Verkehrspolitik schaffen. Und Woody Allen, der Filmregisseur, hat mal gesagt, Zuversicht ist das, was man hat, bevor man das Problem versteht. Ich glaube, wir können zumindest sagen, Zuversicht haben wir, weil wir das Problem verstanden haben. Auch wenn wir vielleicht nicht alle Ziele vollumfänglich erreichen, aber die Trendwende muss jetzt kommen. Es ist die Dekade der Verkehrswende. Die Verkehrswende steht jetzt da, wo sie hingehört, nämlich an der Spitze der Diskussion zum Klimaschutz. Vielen Dank, Herr Hochfeld, nach Berlin. Das war ein interessantes Gespräch. Danke auch für die Ermutigung. Alles Gute für Sie und weiter guten Erfolg bei der Verkehrswende. Und tschüss. Vielen Dank und einen schönen Tag noch in Stuttgart. Vielen Dank, Herr Minister Herrmann. Vielen Dank. So, wir machen gleich weiter mit meiner geschätzten Kollegin Petra Olschowski. Sie hat auch eine interessante Gesprächspartnerin, Frau Professorin Kropp. Sie beleuchtet das Thema aus anderer Perspektive. Transformation in der Wirtschaft, neue Mobilität, Klimaschutz. Wenn wir die Zukunft erfolgreich gestalten und Arbeitsplätze sichern wollen, dann müssen wir die Aufgaben übergreifend angehen. Anders wirtschaften ist ökologisch, ökonomisch und sozial sinnvoll. Auf die nächsten 10 Jahre kommt es an. Herzlich willkommen, liebe Frau Kropp. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten können im Rahmen unserer Veranstaltung zum Thema Perspektiven für den Wandel. Liebe Frau Kropp, Sie sind Professorin für Soziologie an der Universität in Stuttgart und Ihre Schwerpunktgebiete sind gerade Fragen der Umwelt, Technik und Risikosoziologie. Es geht darum, wie der Wandel der Infrastruktursysteme mit der modernen Gesellschaft zusammenhängen und wie soziale Innovationen aussehen. Im Gespräch zwischen Winne Herrmann und Christian Hochfeld vorhin wurde das Thema Mobilitätswende schon angesprochen und es ist deutlich geworden, dass sie nur gelingen kann, wenn die Menschen mitmachen. Der Blick auf die Menschen, auf die Gesellschaft, das ist Ihr Forschungsgebiet und Ihre Spezialität. Deswegen würde mich interessieren, wie gelingt es uns denn, die Gesellschaft und die Menschen an den Veränderungs- und Transformationsprozessen zu beteiligen? Also ganz wichtig aus einer soziologischen Perspektive ist, dass die Menschen schon beteiligt sind über die Infrastrukturen, die wir täglich nutzen. Wir sind ja auch Teil der Bevölkerung, Teil der Menschen.
Und natürlich, das, was vorhanden ist, prägt unsere Mobilitätsformen. Also jemand, der im ländlichen Raum lebt und keinen öffentlichen Verkehr hat oder sehr selten öffentliche Verkehrsangebote hat, der nutzt sie nicht. Und umgekehrt, wo das vorhanden ist, werden die genutzt. Also die Leute beteiligen sich nicht nur, indem sie ihre Meinungen zum Ausdruck bringen und sagen, wir möchten das gerne so oder wir möchten das gerne anders, sondern natürlich auch, indem sie planen, also eben überlegen, wie sie, wo sie arbeiten, wo sie wohnen, wie sie diese Wege bewältigen etc. Und da ist das Überraschende, was ein früherer Mobilitätsforscher der Uni Wien immer herausgestellt hat, ist dieses Gesetz der Zeitkonstanz. Also wir nutzen heute genauso viel Zeit, bringen wir auf, um dieses Wegedreieck zwischen Arbeit, Einkaufen, Wohnen zu erledigen, wie schon in den Jahrzehnten zuvor und auch schon im letzten Jahrhundert. Also obwohl wir glauben, wir hätten jetzt viel schnellere Mobilität, ist der Zeiteinsatz der gleiche, vergrößert haben sich die Distanzen. Und das ist natürlich, das ist uns inzwischen bewusst, diese Distanzvergrößerung geht eben auch mit Emissionen einher. Also was ich sagen möchte, die Infrastrukturen und so wie diese Infrastrukturen wahrgenommen sind, das ist die Einladung an die Bevölkerung, sich so oder so in der Mobilität zu verhalten. Das bedeutet, dass es die Aufgabe der Politik wäre, die richtigen, sage ich jetzt mal, Infrastrukturen zur Verfügung zu stellen, um einen Wandel im Mobilitätsverhalten herbeizuführen. Also gar nicht so viel diskutieren, gar nicht so viel sprechen, sondern ich sage mal machen und anbieten. Und dann werden die Menschen das schon nutzen? Naja, man muss schon vorsichtig sein. Also das haben wir jetzt ja auch bei den Dieselprotesten gesehen. Wenn ich von heute auf morgen sage, das Auto, was ich bisher noch gut fand als Gesetzgeber, das erfüllt jetzt nicht mehr die Anforderungen, dann bringe ich natürlich die Leute, die das angeschafft haben, in Schwierigkeiten. Und kaum einer ist so flexibel, dass er dann von heute auf morgen sagen kann, okay, dann fahre ich ab morgen mit dem Fahrrad. Das ist nicht machbar. Aber sozusagen die Bedingungen, die schafft man immer mit. Und oftmals haben wir in der Mobilitätsforschung gesehen, dass die Angst vor der Veränderung und dann auf Widerstand zu treffen, größer ist, als der Widerstand am Ende ausfällt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie von heute auf morgen alle Straßen schließen sollen. Das wird nicht funktionieren. Aber es gibt in Baden-Württemberg und natürlich in Europa und weltweit viele gute Beispiele. In Baden-Württemberg beispielsweise Karlsruhe, wo gerade in den letzten Jahren oder auch Ulm, ne, wo man in der allerletzten Zeit doch ganz schön massiv eingegriffen hat in die Mobilitätsmöglichkeiten. Und obwohl die Bedenken vorher riesig waren, wird es auf einmal mit Lebensqualität verknüpft. Und die Leute sagen, Mensch, hier hat sich jemand was getraut. Und das ist auch etwas ganz Positives. Wir erleben die Stadt jetzt als positiver. Und ja, die leuchtenden Beispiele im Ausland, die sind uns allen bekannt. Ne? Die brauchen wir nicht immer wieder aufzählen. Deswegen habe ich jetzt mal auf weniger Bekannte in größerer Nähe verwiesen. Aber wir sehen, dass alle Städte, die Herausforderung im Moment aufgreifen und es kommt zu dem für uns Deutsche eigentlich überraschenden Befund, dass, obwohl sich die Deutschen immer sehr umweltbewusst wahrgenommen haben, diese Transformation im Ausland fast mutiger vorangetrieben wird, trotz der großen Unterstützung, die wir doch hier für das Anliegen haben. Wenn ich richtig informiert bin, gibt es Studien im Bereich Digitalisierung, die zeigen, dass die nordeuropäischen Länder mutiger mit der Digitalisierung umgehen als südeuropäische Länder. Deutschland ist so ein bisschen in der Mitte, aber auch da sehen wir ja eine gewisse Skepsis. Woher kommt das? Also woher kommt diese Angst eigentlich vor einer Veränderung in unserer Gesellschaft, in Deutschland und auch in Baden-Württemberg? Auch vor dem Hintergrund, dass Sie ja gerade ein Bild gezeichnet haben, das doch deutlich macht, dass die Menschen veränderungsbereit sind. Ich habe auch an so einer Studie gearbeitet. Das ist der Technikradar 2019 im Auftrag von Akkatech und der Körberstiftung. Da haben wir europaweit und sogar teilweise darüber hinausgehend eben die Wahrnehmung der Digitalisierung verglichen. Und uns haben diese immensen Unterschiede zunächst überrascht. Also da gibt es diese südeuropäischen Länder, wo beinahe die Hälfte der Bevölkerung sagt, das möchten sie lieber nicht. Und da glauben sie auch, reichen ihre Kompetenzen nicht aus, um sich souverän in diesen
neuen digitalen Welten, vor allem in den digitalen Arbeitswelten zu bewegen. Und dann haben Sie auf der anderen Seite Länder wie Dänemark, Norwegen, Schweden, also die skandinavischen Länder auch, Großbritannien, wo auf einmal nur noch 10% das sagen. Ja? Und auch bemerkenswert, in diesen nördlichen Ländern haben Sie auch nicht den für Deutschland doch noch recht präsenten und auch in Frankreich und Italien präsenten Unterschied zwischen, ich sage es jetzt mal überspitzt, älteren Frauen und jüngeren Männern, die ersten besonders digitalisierungsoffen und die die Jüngeren und die Älteren, vor allem eher Frauen, sehr, sehr skeptisch. Und wir sind dann nachgegangen, diesem Unterschied in den Daten, und haben geguckt, was da zugrunde liegt. Also und haben die Statements sehr detailliert verfolgt und es hat sich gezeigt, die Angst vor Systemen zu stehen, die man nicht beherrschen kann und für die man auch keine Unterstützungsstruktur hat. Also wenn ich das jetzt mal in ein Wort sage, immer wieder die Angst, ich gebe hier meine Bankzahl einem, wer unterstützt mich eigentlich, wenn es ein Problem ist? Wen kann ich da anrufen? Oder jetzt wir sehen das ja auch sehr deutlich jetzt in der Pandemie, LehrerInnen, die eigentlich schon gerne die vorhandenen Systeme nutzen möchten, um mit ihren Kindern im notwendigen Kontakt zu bleiben und die andererseits aber alleine gelassen werden mit Fragen des Datenschutzes oder einer wirklich unterstützenden Infrastruktur, die es planbar macht, eben Digitalisierung und digitale Möglichkeiten zu nutzen für den Zweck jetzt des Unterrichts. Und das ist das, wo wir, also deswegen steht Deutschland zwischen diesen südeuropäischen und eher skandinavischen Ländern in der Mitte. Und deswegen ist es auch so, dass die befragte Bevölkerung sagt, ja, sie erwarten sich davon, von einer vorangetriebenen Digitalisierung, Wettbewerbsvorteile für die Wirtschaft. Aber für ihr eigenes Leben und für den gesellschaftlichen Zusammenhang erwarten sie sich nicht viel davon, sondern sind da eher besorgt, dass es mit mehr Zwängen, mehr Abhängigkeiten und auch einem Kontrollverlust verbunden ist. Und das, finde ich, ist ein starker Hinweis, dass wir an der Stelle ansetzen müssen. Also stabile, robuste, meine ich. Und robust heißt auch sozial robuste Systeme, dass am Ende nicht nur die Kinder derer, die die perfekte Infrastruktur zu Hause haben und außerdem noch jemanden, der sich daneben setzt, sondern alle, dass alle von den Möglichkeiten partizipieren, davon profitieren können. Dafür müssen wir wirklich noch einen großen Schritt gehen. Und es gibt eine andere große Studie, die macht Algorithm Watch, die vergleichen jährlich, wie die verschiedenen Länder mit diesen Digitalisierungen umgehen. Und das ist auch interessant, weil die finden die gleiche Spaltung und zeigen zugleich auf, dass die Bereitschaft zu regulieren und die Bereitschaft auch in die Innovationsentwicklung einzugreifen, in diesen Ländern höher ist. Also gerade im skandinavischen Raum gibt es einfach schon sehr viel länger auch Arbeitsgruppen, in die zivilgesellschaftliche Akteure, ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel, bei uns wäre das beispielsweise Chaos Computer Club oder so, einbezogen werden, um eben diese robusten Systeme zu schaffen. Das heißt, die sehen das nicht als etwas, was man dann nachholend auch macht, wenn die Innovation da ist, sondern wir machen es gleich mit. Dass wir Innovation vielleicht auch zu stark wirtschaftlich ausgerichtet sehen und einfach den Blick auf den, was Innovation auch an gesellschaftlichen Chancen bietet, nicht richtig wahrnehmen, gerade auch in der Politik? Frau Olszewski, in gewisser Weise haben Sie natürlich recht. Wir sind völlig darauf fokussiert, Innovationen als einen Wirtschaftsförderer wahrzunehmen. Aber es ist nicht so, dass wir sie nur darauf ausrichten. Wir sehen nur die anderen Innovationen nicht. Sie haben es ja am Anfang gesagt, ich forsche auch zu sozialen Innovationen. Und gerade in der Pandemie, wir sind bisher so halbwegs erträglich durchgekommen, weil es jede Menge Innovationen auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene gibt, die eben das überhaupt ermöglichen. Also die ermöglichen, dass Kinder über Wochen hinweg zu Hause beschult werden. Das geht ja nur, wenn entsprechende Nachbarschaftsnetzwerke auch funktionieren, der wechselseitigen Unterstützung, des Kompetenzaustauschs etc. etc. Wir sehen das einfach nicht. Wir sehen immer nur die auf die Wirtschaft gerichteten technischen und wissenschaftlichen Innovationen, dass es sehr viel mehr Innovationen gibt und zwar auch sehr viel mehr technische und auch wissenschaftliche Innovationen. Ich meine, dass wir jetzt diesen mRNA-Impfstoff haben, das ist ja nicht die Innovation des letzten Jahres, sondern die Entwicklungen reichen ja 2 Jahrzehnte zurück. Mhm. Ne? Und jetzt sehen wir sie.
Aber in der Regel sehen wir halt immer nur das, was sich gerade gut platt gesagt nach außen. Ja. Herzlichen Dank, liebe Frau Kropp. Ich glaube, das war nochmal ein wichtiger Aspekt, der deutlich gemacht hat, dass Politik tatsächlich mutig die Menschen mitnehmen kann und mitnehmen soll. Und ich freue mich sehr, dass im Anschluss an dieses Gespräch Muhterem Aras ebenfalls mit einer Professorin der Universität Stuttgart ins Gespräch kommt, nämlich mit Frau Professorin Dr. Christine Hannemann. Und da wird es auch um die Frage gehen, in welchen Räumen wir innovativ und anders und neu zusammenleben. Stuttgart bietet viel Lebensqualität. Ich will, dass diese Lebensqualität allen zugute kommt. Jede und jeder muss sich Wohnen in Stuttgart leisten können. Dafür kämpfe ich im Landtag. Ihre Muhterem Aras. Einen schönen Sonntag auch von meiner Seite. Wenn es um Innovation geht, darf natürlich auch das Thema Bauen und Wohnen nicht fehlen. Entscheidend ist es auch, hier unterschiedliche Perspektiven zu beleuchten. Eine der größten Herausforderungen für die Zukunft von Städten wie Stuttgart ist, wie Bauen und Wohnen nachhaltig und bezahlbar gestaltet werden kann. Für mich steht fest, die alte Strategie der 90er und 2000er Jahre ist nicht aufgegangen. Was hat man damals gemacht? Die Landesfördermittel wurden massiv reduziert, unter 50 Millionen. Immobilien und Grundstücke, auch von kommunaler Seite, wurden verkauft. Gleichzeitig sind die Einwohnerzahlen gestiegen, die Anzahl der Single-Haushalte hat zugenommen. Man kann sagen, die Devise der 90er und 2000er Jahre war, der Markt wird es richten. Ja, wir sehen es, der hat es gerichtet, aber ich finde, in die falsche Richtung. Denn das Ergebnis ist, massiver Preisanstieg bei Mieten und beim Kauf. Seit die Grünen in der Landesregierung Verantwortung übernommen haben, versuchen wir, den Wohnungsmarkt wieder ins Lot zu bringen. Wir haben beispielsweise die Fördermittel verfünffacht und einige andere Punkte. Und entscheidend ist, dass Bauen, Klimaschutz und Stadtentwicklung als Ganzes betrachtet wird. Es geht also um Perspektiven für den Wandel. Umso mehr freue ich mich mit Frau Professorin Hannemann, die Expertin für das Gespräch heute gewonnen zu haben. Frau Professorin Hannemann ist Wohnsoziologin und Architektin, hat seit 2011 eine Professur für das Fachgebiet Architektur und Wohnsoziologie an der Uni Stuttgart inne. Liebe Frau Professorin Hannemann, Ihre Forschungsgebiete sind unter anderem der Wandel des Wohnens und die Urbanität als Lebensform. Ihr aktuelles Buch, kann ich hier schon mal halten, hat diesen wunderbaren Titel Zusammenhalt braucht Räume. Liebe Frau Professorin Hannemann, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Trend ist ja, immer mehr Menschen wollen in die Städte. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Single-Haushalte. In Stuttgart sind das rund 50%. Und auch der Flächenverbrauch pro Kopf nimmt ja kein Ende, aktuell bei 46 Quadratmetern. Passend dazu habe ich ein schönes Zitat von Ihnen gefunden. Sie sagten in einem Interview, die Nutzungskonflikte werden sich immer weiter zuspitzen, denn der Kampf um den städtischen Wohnraum verschärft sich. Zitat Ende. Mit welchen Mitteln lassen sich diese Nutzungskonflikte am besten entschärfen oder beseitigen? Liebe Frau Hannemann, herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Liebe Frau Aras, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier Gelegenheit habe, ein paar Worte zum Wohnen zu sagen, wobei die Zeit nicht ausreichen wird. Nur für die Akten, ich bin keine Architektin, ich bin wirklich Diplom-Soziologin, also nicht, dass mir da architektonische Kompetenz unterstellt wird. Aber ich arbeite sehr gerne und lehre an der Fakultät Architektur und Stadtplanung der Uni Stuttgart. Und in dieser Rolle, in dieser Tätigkeit untersuche ich natürlich vor allen Dingen aus der Perspektive der Architektinnen, wie sich das Wohnen weiterentwickelt. Und eine der Diagnosen, die ich dort gestellt habe, das haben Sie gerade zitiert, ist diese Zunahme der Nutzungskonflikte. Und das hängt damit zusammen, dass aufgrund sehr vieler Veränderungen, sehr vieler Prozesse immer mehr Menschen in der Stadt leben wollen. Und gerade wenn es um die Innenstädte geht und wir in den 80er Jahren sind oder in den 70er Jahren, Sie haben gerade die 90er Jahre erwähnt, dann ist zu konstatieren, dass lange Zeit die Suburbanisierung der entscheidende Trend war. Also raus aus der Stadt, Eigenheim bauen.
Und mit der ganzen Veränderung in der Welt, mit der Globalisierung, mit den wirtschaftlichen Veränderungen und aber auch mit den Lebensstilperspektiven, die sich ja auch immer verändern, gibt es seit den 90er Jahren einen neuen Trend, dass irgendwie alle in der Stadt wohnen wollen. Und das betrifft ältere Menschen, die einfach entdeckt haben, dass es für höhere Lebensformen bequemer ist, in der Stadt zu leben. Also die Musik ist nah, die Ärzte sind nah, einkaufen ist kein Problem. Dann die ganze Akademisierungswelle, die ja so in den 90er Jahren angefangen haben, dass alle Jugendlichen denken, nur ein Studium ist noch eine Ausbildung für die Zukunft. Und natürlich, wenn alle studieren und die Universitäten sind in Deutschland in den Städten überwiegend, dann ist natürlich da auch wieder eine neue Nutzungsgruppe, die gar nicht so präsent war bisher. Und so könnte ich jetzt alle durchgehen. Und das ist der Hintergrund dieser Feststellung, dieser These, die ich dort schon vor einiger Zeit formuliert habe. Und Sie haben mich ja danach gefragt, wie diese Nutzungskonflikte entschärft werden können. Und das ist natürlich innerhalb einer kapitalistischen Gesellschaft, marktförmig strukturierten Prozessen ziemlich schwierig. Aber ich denke, wo die Städte einen Schwerpunkt drauf legen könnten, wäre zum Beispiel der öffentliche Raum, dass die Zugänglichkeit gewahrt bleibt, dass es Nutzungsräume für alle sind, dass da keine Privatisierung stattfinden. Das wäre ein Aspekt. Das Zweite, ich erzähle Ihnen jetzt eine halbe Stunde dazu natürlich, dann natürlich vor allen Dingen auch das Thema bezahlbarer Wohnraum. Das ist ja gerade auch in Stuttgart unverständlicherweise seit Jahrzehnten vernachlässigt worden. Und dass natürlich alle Neubauprojekte aus meiner Sicht müssen A, genossenschaftlich sein und B, damit auch bezahlbaren Wohnraum generieren. Und da sind wir natürlich bei den Privatisierungsdiskussionen. Was ist eine Innenstadt für uns? Was sind die Räume in der Innenstadt? Sind es Investmentfonds, die ich begehen kann? Oder sind es Lebensräume für Menschen, die in den Städten leben wollen? Und das sind Entscheidungen, die muss die Stadtgesellschaft treffen. Jetzt hätte ich noch eine Frage. Wir reden ja alle gerne vom bezahlbaren Wohnraum. Mhm. Vielleicht erklären Sie mal, was verstehen Sie? Da gibt es sicher Kriterien. Was ist ein bezahlbarer Wohnraum? Ist es nur die Kaltmiete? Gehören da andere Kosten dazu? Was muss man sich vorstellen? Und vor allem, welchen Anteil des Einkommens soll sich eine Familie für das Wohnen ausgeben? Das ist genau die Frage, die diskutiert wird, weil bezahlbarer Wohnraum ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Der ist nicht so mathematikstatistisch festlegbar, aber es gibt so eine Übereinkunft in der wissenschaftlichen Literatur, die davon ausgeht, dass es 30% des Einkommens sein sollten, höchstens. Damit natürlich das, was eigentlich auch unser Leben ausmacht, also ins Theater gehen, ins Kino gehen, irgendwie Freizeit zu gestalten, in irgendeiner Form ehrenamtlich tätig zu werden. Sie können sich, glaube ich selber, kann sich das jede ganz schnell selber vorstellen, wenn ich 70% meines Einkommens fürs Wohnen ausgeben muss. Und da möchte ich immer betonen, es geht nicht nur um die Mieten, sondern es geht generell um die Wohnkosten. Was dazu gehört ja zum Beispiel Energie, dazu gehört Wasser, dazu gehört Heizung, dazu gehört das Internet und so weiter. Auch und die Mobilität? Natürlich, genau. Natürlich. Die Tickets in Stuttgart sind nicht die günstigsten in Deutschland. Also insofern, das meine ich alles, wenn es um Wohnkosten geht. Und da wird eben darüber diskutiert, was ist legitim, ist natürlich auch eine willkürliche Zahl, kann ich diskutieren. Gibt es natürlich auch die unterschiedlichsten Positionen, aber ich finde, so eine Maximalgrenze von 30% finde ich nachvollziehbar. Haben Sie Zahlen, wie die Realität in Stuttgart aussieht? Nein, habe ich nicht. Haben Sie nicht? Weil es gibt ja tendiert ja von 70, 80% genau. Teilweise. Ja. Und für mich als Politikerin wäre natürlich die spannende Folgefrage, wenn Menschen tatsächlich mehr als 50% ihres Nettoeinkommens für das Wohnen, also alleine für das Dach über dem Kopf ausgeben, dann haben sie auch wenig Zeit, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Mhm. Sie haben das Kulturleben angesprochen, aber auch Engagement. Oder einen Kaffee zu kaufen. Also jeder Coffeeshop lebt doch davon. Aber es gibt natürlich eine einfache Formel. Umso niedriger das Einkommen ist, umso höher ist die Belastung durch das Wohnen. Also das ist auf jeden Fall festgelegt. Und das ist natürlich auch regional sehr unterschiedlich, weil die Wohnungsmärkte sind ja lokal, regional sehr, sehr unterschiedlich. Und welche Auswirkungen, ich meine, Teilhaben am öffentlichen gesellschaftlichen Leben ist ja für mich nachher auch das Vertrauen in unsere Institutionen, das Vertrauen in den Sozialstaat, das Vertrauen in die Politik und so weiter. Wenn ich jetzt, sag mal, einen Großteil meines Einkommens für die Miete ausgebe oder für die Wohnkosten,
dann kann ich mich ja vielleicht gar nicht mehr engagieren, weil das hat ja wiederum Zusammenhang zum Zusammenhalt. Oder sehe ich das falsch? Nein, ich finde vor allen Dingen, weil ja Wohnen hat ja im Deutschen eine ganz bestimmte Konnotation. Das heißt ja Geborgenheit und Sicherheit, heißt sich wohlfühlen. Wir verbinden Wohnen mit Gemütlichkeit. Das ist eine interessante kulturhistorische Frage. Aber wenn ich ständig die Angst habe, dass ich meine Existenzgrundlage, und die ist ja nun mal bei uns das Wohnen, dass die nicht mehr gesichert ist, dann würde ich einfach auch sozialpsychologisch sagen, dass ich einfach keinen Nerv habe, mich dann um Demokratie zu kümmern oder um Mitbestimmung oder um Stadtteilgestaltung oder weiß ich. Also es gibt ja so viele Baustellen, die bearbeitet werden müssten. Und natürlich die größte Baustelle, Klimakrise, die haben wir auch noch nicht aufgerufen, die ja auch das aktive Mitwirken von allen erfordert. Darum kann ich mich dann gar nicht kümmern, weil ich einfach immer dazu gucken muss, wie kann ich meinen Alltag organisieren und wie kann ich meine Wohnkosten aufbringen. Mir rast die Zeit ein bisschen. Das Thema ist so irre spannend. Also wir haben auf der einen Seite den Zugang in die Städte. Flächenverbrauch nimmt kein Ende. Single-Haushalte. Gleichzeitig haben wir ein Riesenproblem in der Stadt, nicht nur in der Stadt, aber hier in der Kessellage merkt man es noch mal ganz deutlich, den Klimawandel. Wie bringen wir das Ganze unter einem Dach? Wie schaffen wir das zusammenzudenken? Ja, wenn ich das wüsste. Ne, dann das, aber ich kann natürlich Punkte aufnennen, aufzählen, die ich wichtig finde, auf die Schwerpunkt gelegt werden müsste. Und das ist die Gestaltung des öffentlichen Nahverkehrs, das ist die Reduktion des privaten Autoverkehrs, das ist die Gestaltung des öffentlichen Raums, das ist die Möglichkeit, eben auch mit dem öffentlichen Nahverkehr gut aus dem Kessel rauszukommen. Das geht hin bis zu Klimamaßnahmen, dass ich versuche, in der Innenstadt im Sommer Situationen zu schaffen durch Bewässerung und ähnliche Dinge, dass eben die Hitze nicht so tragend wird, dass bei der Neugenehmigung, wenn überhaupt noch Bauen stattfindet, dass die Wohnungen nicht mehr nach Süden ausgerichtet sein dürfen. Also es gibt so ganz, ganz viele Bausteine und ich finde, dass die Stadt Stuttgart... Dabei sucht man immer Wohnungen, die nach Süden ausgerichtet sind. Das wird nicht mehr der Fall sein und die Leute werden aus den Dachgeschosswohnungen fliehen. In der Zukunft, da hilft auch keine Dämmung, das ist einfach zu heiß. Bevor ich zu Ihrem wunderbaren Buch komme, habe ich wieder ein Zitat gefunden, das dazu passt. Sie sagen, zu einem idealen Wohnhaus gehört für Sie ein gelungenes Durcheinanderwohnen von Menschen mit unterschiedlichen Lebenskonzepten. Und dazu passt dieses wunderbare Buch, Zusammenhalt braucht Räume. Jetzt die Frage an Sie. Welche Räume und wie entstehen solche Räume? Was kann die Politik dafür tun, Rahmenbedingungen setzen, dass solche Räume auch entstehen? Ja, ganz, ganz knapp wegen der Zeit. Es ist einfach die Situation, dass eine große Diskussion stattfindet, wie überhaupt Zusammenhalt gestaltet werden kann. Und zwar schon lange vor Corona, 2014, 15, 16, 17, kam diese Begrifflichkeit des Zusammenhalts. Wie kann bei einer auseinanderfallenden Gesellschaft Zusammenhalt hergestellt werden? Und es gibt verschiedene Forschungsmöglichkeiten. Und als Wohnsoziologin habe ich dann dieses Thema Zusammenhalt mit meinem Wohnthema verbunden. Und dann ist natürlich klar, dann bin ich dabei, wie wird es räumlich gestaltet? Und dann geht es darum, auch Wohnformen zu finden und in den Vordergrund zu rücken, die nicht diese abgeschlossene Kleinwohnung für die isolierte Familie, gerade in Corona, zeigen. Sie haben auch das Single-Wohnen erwähnt. Das haben jetzt viele, glaube ich, sehr zu spüren bekommen, fatalerweise, wie dramatisch es ist, wenn ich in einer kleinen Wohnung so auf mich zurückgeworfen bin. Das heißt nicht, dass ich den privaten Rückzugsraum aufheben möchte, aber es geht darum, Wohnkonzepte in den Vordergrund zu schieben, die Gemeinschaftsmöglichkeiten haben. Und gerade mit der ganzen Diskussion um Corona, Christian Drosten hat es zum Beispiel auch erklärt, dass dieser Lockdown, den wir jetzt ertragen, mehr oder weniger, dass der leichter zu bewältigen wäre, wenn es andere Haushaltsstrukturen gäbe, wo eben sich mehrere Menschen um die Kinder kümmern oder wo eben andere Unterstützungsleistungen stattfinden können. Das ist das Thema des Gemeinschaftswohnens, des Zusammenwohnens anhand eines bestimmten Beispiels, und zwar an integrativen Wohnprojekten, wo es um die Regulation, um die Integration von zuwandernden Menschen geht. Das ist eine spezielle Wohnform, aber es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten, Gemeinschaftswohnprojekte zu initiieren, und die Politik unterstützt das
gar nicht. Oder viel, zu, nicht. Ja, oder viel zu wenig. Jetzt also die Projekte, die wir da vorstellen, die sind halt nicht kaum von der Politik initiiert. Jetzt habe ich noch eine Schlussfrage an Sie. Und zwar, wie sieht die Zukunft aus, wenn wir den Wandel erfolgreich gestaltet haben? Also ich bin sehr froh, dass inzwischen das Wohnen wieder so ein zentrales Thema geworden ist. Ich kann das ganz genau beurteilen, seit ich seit 1990 als Wohnsoziologin arbeite und tätig bin. Und ich bin sehr froh darüber, dass vor allen Dingen die Wiener Wohnungspolitik so stark rezipiert wird in Deutschland. Und wenn Stuttgart zum Beispiel es schaffen würde, von der Landespolitik her auch den kommunalen Wohnungsbestand mindestens auf 60% zu heben, oder zumindest auch in die Richtung zu gehen und das auch als Dauer einzurichten und nicht immer nur vorübergehend, dann bin ich da optimistisch, dass, was das Wohnen anbelangt, dass es da sehr wichtige Fortschritte geben wird. Vielen Dank. Soweit war ein sehr spannendes Gespräch. Nun übergebe ich das Wort an meinen Kollegen Oliver Hildenbrand. Er beschäftigt sich mit der nächsten Perspektive der Innovation, und zwar Transformation und Beschäftigung. Sein Gast ist Herr Martin Kunzmann, Landesvorsitzender des DGB Baden-Württemberg. Wir Grüne wollen die Transformation der Automobilindustrie aktiv gestalten und sie zu einem dreifachen Erfolg machen. Für die Unternehmen, für die Beschäftigten und für das Klima. Der Weg in die Zukunft der Mobilität soll durch Stuttgart und durch Baden-Württemberg führen. Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt Martin Kunzmann hier bei uns im Studio begrüßen darf. Martin Kunzmann ist Vorsitzender des DGB in Baden-Württemberg und wirklich Gewerkschafter mit Leib und Seele, lieber Martin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Freue mich für die Einladung. Schön. Genau, Gewerkschafter mit Leib und Seele. Wir haben uns ja vorgenommen, dass wir ein bisschen beleuchten wollen, die Perspektive der Beschäftigten, die Rolle der Gewerkschaften in der sozial-ökologischen Transformation. Ist ja durchaus ein sperriger Begriff, sozial-ökologische Transformation. Was sind die Gedanken, die du damit verbindest? Also erstmal ist das aus Gewerkschaftssicht ein ganz wichtiges Thema. Also wir müssen, und für uns ist klar, die große Herausforderung, den Klimawandel bestehen zu können, die Erde auch für unsere Zukunftsgenerationen gestaltbar zu machen. Aber wir müssen auch den sozialen Aspekt mit berücksichtigen. Die IG Metall hat jetzt vor kurzem eine Umfrage gemacht in den Betrieben. Und wir stellen einfach fest, dass schon auch gewisse Ängste in Belegschaften, hauptsächlich in der Automobilindustrie, bei den Zulieferern, dass Ängste da sind. Wie geht's weiter? Das heißt nicht, dass die Beschäftigten es ablehnen, aber wie geht's weiter? Und ich glaube, das ist für uns die große Herausforderung, die Perspektive aufzuzeigen. Es sind ja auch wirklich große Umbrüche, große Herausforderungen. Und vor allen Dingen führen wir dieses Gespräch ja in einer besonderen Zeit, denn die Unternehmen und die Beschäftigten stehen ja jetzt erstmal vor der Herausforderung, die Corona-Krise zu bewältigen und gleichzeitig aber auch ganz große Transformationsaufgaben schon in den Blick zu nehmen, die Entwicklung hin zu mehr Digitalisierung, hin zum ökologischen Umbau der Wirtschaft. Mhm. Und ihr habt natürlich als Gewerkschaften wirklich das Ohr an den Betrieben, an den Betriebsräten, an den Beschäftigten. Was hörst du da? Wie ist die Stimmung? Wie gehen die Leute das an? Ja, also die Stimmung, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ist so, dass gewisse Ängste da sind. Und ich glaube, die Wirtschaft, der muss eigentlich klar sein, wenn wir die Zukunft gestalten wollen, dann brauchen die Beschäftigte Sicherheit. Ich sage mal, Beschäftigte, die Angst haben für ihre Zukunft, die kann man auf den Weg nicht positiv mitnehmen. Und ich habe im Moment so ein Stück weit den Eindruck, hauptsächlich arbeiten Zulieferer, dass eine Transformation diskutiert wird, sondern dass eher Transfer diskutiert wird, dass Arbeitsplätze abwandern sollen, Zukunftsarbeitsplätze Richtung Osten. Und ich glaube, das ist ein schlechter Wegbegleiter, um die Zukunft positiv zu begleiten. Ja, ich habe ein bisschen den Dreiklang vor Augen, dass ich sage, es muss uns gelingen, gerade in Baden-Württemberg, gerade in Stuttgart, wo die Automobilindustrie natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, fast 470.000 Arbeitsplätze, die in Baden-Württemberg davon abhängen. Eigentlich müssen wir es doch hinkriegen, dass wir diesen Wandel zu einem Erfolg machen für die Unternehmen, für die Beschäftigten und für das Klima. Das ist doch der Dreiklang. Und so habe ich euch auch von gewerkschaftlicher Seite verstanden, dass es euch darum geht, Wohlstand, Beschäftigung sichern
und auch die ökologischen Herausforderungen annehmen. Genau. Ja, wir sehen ganz klar, also der, wo meint, und es gibt ja auch Stimmen in unserem Land, auch von politischen Parteien, auch jetzt im Landtagswahlkampf. Naja, es darf sich nichts ändern. Wir stehen weiterhin zu der alten Technologie. Ich denke, oder das ist für uns eigentlich klar, als Gewerkschafter, alle 8 Mitgliedsgewerkschaften auch im DGB, mit Stillstand werden wir die Zukunft nicht gestalten. Da werden wir die Klimaziele nicht erreichen. Und für uns ist eigentlich in der wichtigen Branche Automobil natürlich auch klar, Automobil, wo kommt das zukünftige Automobil her? Und da wollen wir als DGB und die Gewerkschaften, dass das Automobil der Zukunft auch weiterhin in Baden-Württemberg produziert wird. Und da sehen wir schon den Dreiklang, ganz klar. Und da wollen wir mit gestalten, da werden wir teilweise auch mal angegriffen, weil wie gesagt, wer Angst hat um seinen Arbeitsplatz, der wird erstmal sagen, was macht da die IG Metall zum Beispiel oder der DGB, wenn die pro Klimawandel und Zukunftstechnologie diskutiert. Und deshalb ist es nochmal wichtig, dass die Wirtschaft auch die Sicherheit der Beschäftigten gibt. Ja, wir wollen die Zukunft gemeinsam mit euch mitgestalten. Die Gewerkschaften bringen sich ja zum Glück auch immer wieder als starke politische Stimme in die Diskussionen entsprechend ein. Und einen prägnanten Satz, Wandel geht nur mit den Beschäftigten und nicht gegen sie, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Formel für euch, oder? Das ist eine ganz wichtige Formel und wir sagen, wir brauchen auch mehr Mitbestimmung und nicht nur für die Beschäftigten auch, weil wenn ich sie nicht mitnehme, die müssen mitgestalten in ihrem Arbeitsplatz. Ich möchte jetzt nur vielleicht auch, was jetzt in der Pandemie so hochgekommen ist, Homeoffice, mobiles Arbeiten. Ja, nur zu diktieren, du musst Homeoffice machen oder mobil arbeiten, das reicht ja nicht aus. Es ist ein ganz großes Spektrum, wie wir dann der Arbeitsplatz im Homeoffice und mobile Arbeit gestaltet. Also das sind ja alles die Dinge, die in die Zukunft gewandelt sind und die Arbeitswelt wird sich verändern. Wir wären da wahrlich werden wir gefordert sein, dort gestalterisch einzugreifen. Aber was wichtig ist, die Mitbestimmung, wir brauchen die Interessensvertreter in den Betrieben, aber auch der Mensch selber muss mitgenommen werden, dass er auch mitgestalten kann, seine Idee mit einbringen kann in die Zukunft. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, wo die Wirtschaft auch erkennen muss, wir müssen das Know-how der Menschen eigentlich noch besser abrufen. Also Mitbestimmung eigentlich auch so ein bisschen wie so ein Vertrauensanker, ne, in der Zeit, wo sich viel auch verändert. Ja. Und ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang, denke ich, die Menschen befähigen, ja, auch mit dem Wandel umzugehen. Es gibt große Umbrüche, es wird sich einiges verändern. Und da kommen wir, glaube ich, auf das Thema Weiterbildung und Qualifizierung zu sprechen. Die Landesregierung hat ja diese Woche eine neue Weiterbildungsstrategie aufs Gleis gesetzt. Ist, glaube ich, auch was, was ihr sehr stark euch immer auf die Fahnen geschrieben hattet. Wird jetzt erstmalig so sein, dass Kultusministerium, Wissenschaftsministerium und Wirtschaftsministerium da auch zusammenwirken, um die Leute zu motivieren, zu beraten. Ist auch mit, glaube ich, fast 50 Millionen Euro erstmal hinterlegt. Wie beurteilst du das? Geht das in die richtige Richtung? Und wo sagst du vielleicht auch, wo fehlen noch Punkte? Also absolut, es geht in die richtige Richtung. Es ist ja von uns schon lange die Forderung, das Thema Fort-, Weiterbildung, Erhalt, Qualifikation und solche Themen, dass wir die nach vorne schieben müssen. Dass man Fort-, Weiterbilden müssen, das ist jedem klar, das hört man in jeder Sonntagsrede. Seither war so, hat mir eigentlich ja, die Impulse so richtig gefehlt. Und ich denke, was wir als erstes uns überlegen müssen, wo müssen wir überhaupt hin qualifizieren? Was mache ich mit dem Werker, der am Band steht und der Arbeitsplatz fällt weg? Wo qualifiziere ich ihn hin? Was mache ich mit dem Ingenieur? Software verändert sich ständig. Also das sind alles Themen, die auf uns zukommen. Und das, was jetzt der Dreiklang auch in diesen drei Ministerien stattgefunden hat, begrüßen wir. Keine Frage. Ob das Geld ausreicht, habe ich noch meine Zweifel, was auf uns zukommt. Für uns ist eigentlich wichtig, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Personalrätinnen und Personalräte dort auch mitgenommen werden in der Frage der Fort- und Weiterbildung in den Betrieben. Baden-Württemberg hat schon vieles auf den Weg gebracht. Ich habe so den Eindruck, naja, in vielen Betrieben entscheidet halt der Unternehmer alleine, wer fort- und weitergebildet wird, wer eine andere Qualifizierung kriegt. Und genau der Punkt ist, dass dort Betriebsräte mehr Mitbestimmung bekommen, um das auch breit aufzustellen.
Also und das fällt mir, wenn ich das noch ergänzen darf, lieber Oliver, das fällt mir noch ein bisschen in diesem Entwurf. Da ist einmal in der Frage der Fortbildung wohl über Betriebsräte was drin. Mhm. Aber ansonsten fällt mir dort schon auch die Beteiligung von Gewerkschaften und von Betriebsräten in diesem Gesetz. Da erwarte ich noch ein Stück weit mehr von Seiten der Landesregierung. Okay, ist ein Punkt, den nehmen wir gerne mal auf. Mehr Weiterbildung für mehr Sicherheit im Wandel und auch für neue Chancen im Wandel. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Grundgedanke und natürlich alles jetzt in dieser Situation, wo wir die Transformationsaufgaben zu bewältigen haben, aber eben auch die Corona-Krise. Und ihr habt euch ja, glaube ich, auch in der Studie nochmal dezidiert mit der Frage beschäftigt, wie hängt das eigentlich alles jetzt miteinander zusammen? Und da gab es einen Dreiklang, den ich sehr überzeugend fand, wo ihr gesagt habt, es braucht Stabilisierungspolitik, gerade jetzt in der Krise. Es braucht Konjunkturpolitik und es braucht Transformationspolitik. Genau. Vielleicht kannst du uns den Dreiklang noch mal so ein bisschen skizzieren. Also das, was jetzt in der Pandemie passiert ist und hat Bund und Landesregierung vieles Gutes getan. Mhm. Über den einen oder anderen Punkt kann man immer drüber diskutieren. Aber ich glaube, das, was in Deutschland, werden viele andere europäische Länder, würde sich freuen, wenn eigentlich so aktiv dort gewirkt worden wäre. Es war für uns so, dass mir jetzt erstmal wichtig ist, die Betriebe zu stabilisieren und die Wirtschaft zu stabilisieren. Das war von unserer Seite aus ganz wichtig, denn den Betrieb, den morgen nicht mehr gibt, der schafft auch keine Arbeitsplätze und hat keine Arbeitsplätze mehr. So, das war die Stabilisierung für uns wichtig. Jetzt gilt es natürlich, die Betriebe den Wandel auch zu ermöglichen. Dort hat die Landesregierung den Beteiligungsfonds aufgelegt. Mhm. Wir sehen natürlich, dass etliche Betriebe in die Schwierigkeit kommen, die Transformation jetzt eigentlich ja nach vorne zu schieben. Und dort fällt es natürlich im Eigenkapital jetzt, weil ich sage jetzt mal, viele Betriebe sind jetzt schon ja an ihre Grenze gekommen. Die kriegen teilweise kein Geld von der Banken. Und dort brauchen wir die Beteiligung des Landes. Und das ist die große Forderung, die große Herausforderung, die Betriebe nicht nur zu stabilisieren, sondern dass sie auch in die Transformation hinein investieren können. Und somit können wir auch Arbeitsplätze sichern. Ja, ich glaube, das muss wirklich der Anspruch sein, ja, dass wir erstmal gut und sicher durch diese Krise kommen und dann aber auch nachhaltig und erfolgreich und möglichst gestärkt sogar noch aus der Krise rauskommen. Und wir werfen ja heute in dieser Veranstaltung einen Blick auf den Wandel. Und man hat ja wirklich ein bisschen das Gefühl, wenn man sich anschaut, wie rasant sich die Welt verändert, dass der Wandel ein bisschen sowas wie die einzige Konstante ist. Und ich finde das sehr schön, das höre ich bei dir deutlich raus, dass ihr auch von gewerkschaftlicher Seite diese Veränderung als eine politische Gestaltungsaufgabe mal in erster Linie betrachtet und versucht mit Zuversicht die Größe der Herausforderungen nicht verkennend, aber doch mit einer Zuversicht sozusagen da dran zu gehen. Und in dem Sinne, lieber Martin, bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch und für die vielen interessanten Impulse. Schön, dass du da warst. Ja, war interessant auch für mich. Alles Gute. Euch auch und dir auch. Und wenn wir gerade schon beim Dank sind, ein ganz herzliches Dankeschön natürlich auch an euch, an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir hoffen, dass es für euch interessant war, dass ihr ein paar Denkanstöße mitgenommen habt, ein paar neue Impulse, ein paar neue Perspektiven auf diesen Wandel. Und da ist auch natürlich die Verbindung zur Landtagswahl sehr, sehr deutlich. Egal, ob am 14. März im Wahllokal oder schon vorher per Briefwahl, jede Stimme zählt, jede Stimme macht einen Unterschied. Wir Grüne treten dafür an, dem Wandel eine Richtung zu geben, eine ökologische, eine soziale, eine demokratische Richtung. Und deshalb ist unser Wahlaufruf als Vier für Stuttgart ganz klar: Grün wählen für Klimaschutz, Innovation und Zusammenhalt, Grün wählen für Kretschmann.